Direkt im Anschluss der letzten Folge sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge Craftopia. Hallo. So, ja. Hallo Smith the Merchant. Skeletons Maim Gouge. Alter, ist das schwach. Ja! Die will ich haben! Scheiß drauf, ich hab das Geld. Ich hab ne Lanze! Und wisst, jetzt kann ich euch sagen, warum ich unbedingt diese Lanze wollte. Denn erstens, die macht auch gut Damage. Und man kann das mit der machen. Man kann sie halt wortwörtlich werfen. Okay, das wollte ich jetzt natürlich nicht machen. Man kann da noch was anderes machen mit der. Das hier, Sturmangriff. Und der macht halt auch ordentlich Damage. Und damit sind selbst der Schlangenboss, diese komische Giftschlange im Kinderspiel mittlerweile. So, die Wüste haben wir fast komplett aufgedeckt. Wir gehen in den Dschungel. Der wird bestimmt wieder vergiftet. Aber das nehme ich in Kauf. Na. Oh, ich habe keinen Stamina mehr. Vielleicht findet man noch das ein oder andere neue Erz. Oder noch ein paar Kisten mit geilem Loot drin. Dumm wäre es jetzt natürlich, wenn ich aus der nächsten Kiste eine Lanze kriege. Na gut, okay, das Geld habe ich ja ganz schnell wieder drin mit der Wolle und dem ganzen Essen, was ich produziere. Ich habe nämlich vorhin, bevor ich die Map gewechselt habe, nochmal, ich glaube, 4 Stacks Wolle in den Verkaufsautomat gemacht. Und das würde mir 200.000 bringen. Ich sag ja, Wolle ist so lukrativ. Also, ja, hier haben wir doch schon ein neues Erz. Was ist das denn? Platinum. Geil. Ich brauche unbedingt was gegen Poison, ne? Sag mal, wie viel hält denn das aus? So. Hier vorne habe ich kein Damage bekommen. Habe ich es mitbekommen? Doch, kriege ich auch. Hier kriege ich kein Damage mehr. Okay. Da können wir uns mal ganz in Ruhe so von außen die Map angucken, ne? Und wenn wir das ein oder andere finden, rennen wir natürlich rein. So ist es nicht. Aber ich sehe auch gerade, ich habe hier wieder was. Metall Inventory Platz. Danke dafür. Und ich habe einen Skillpunkt. Wo setze ich den denn jetzt ein? Lifestealer. Hört sich geil an. Das ist eine Chance, restore life and attack enemies with meal attack. Increase ATK movement speed and physical critical damage when you're equipped with body equipment. Aha. Okay. Warum hab ich das? Hä? Hab ich das geskillt? Was macht denn das? Hallo? Okay, kann ich nicht rausziehen. Seltsam. Aber wir skillen jetzt mal hier Magie Level 2.
Aber merkwürdig, habe ich wirklich dieses Aerial oder wie das heißt, geskillt? Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber selbst der Dschungel hier, diese kleine Mini-Insel, wenn es überhaupt eine Mini-Insel ist. Boah, die sieht geil aus. Und wenn man hier keinen Poison-Effekt bekommen würde, ich würde mich hier glatt niederlassen. Richtig geiles Baumhaus bauen. Ja, warum nicht? Ich sehe jetzt aber. Da oben ist eine Kiste, die snacken wir uns. Warum habe ich die auf dem da drüben nicht gesehen gehabt? Was? Sumpfkrokofant, ne? Oh, wow. Ja, gut, ich muss ehrlich sein, für das Schwert, da hätte ich auch drauf verzichten können. So. 10 MP, 140 Life zurückbekommen. Aber ich finde irgendwie kein Platinum mehr. Das ist ja schade. Kann ich den hier abbauen, zufälligerweise? Okay, gibt nur Holz. Ich dachte, es gibt noch irgendwas Besonderes. Die hier geben ja Pilze. Und das hier gibt auch nur Holz. Okay. Sage mal, lass mich in Ruhe. Alter. Okay, hier haben wir ein Dungeon. Da ist Platin. Haha. Aber ich glaube, ich kann das noch gar nicht verarbeiten, ne? Und wenn doch, wäre es richtig geil. Jetzt komm. Nice. Hier wachsen ganz viele Mushrooms oder Pilze, je nachdem. Aber sonst. Wir haben sie gleich komplett umrundet. Hier ist noch eine Kiste. Wir haben ein Claymore-Schwert. Ist das gut? 150 Attack Damage. Ja, gut, das brauche ich nicht wirklich. Das wird aber aufgehoben. Max hätte die minus 15 vergisset. Okay, das unten in der Reihe muss ich mir merken, wird aufgehoben und das oben in der Reihe wird verkauft. Ja, was soll ich sagen? Geil. Also, wir haben hier jetzt ein bisschen Holz gefahren. Wisst ihr was? Wir besuchen noch eine Map, würde ich sagen. Sonst gibt es hier nichts mehr. Warum habe ich nur im Dschungel Platinum-Erz? Das ist gerade etwas seltsam, aber okay. So, ein bisschen was haben wir ja gefahren gerade. Reicht das denn aus? Ja, hier bräuchte ich Mehl. Ach komm, hier. Okay. Okay. Wir gehen jetzt noch mal dorthin hin. Die Map kenne ich auch noch nicht. Scheint aber wieder eigentlich so eine ganz normale Gras-Baum-Landschafts-Map zu sein.
bestehend aus einer großen, zwei Kleininseln und ein paar Steingebilden im Wasser, wenn ich das richtig gedeutet habe. Okay, hier ist eine Kiste. Wieder zwei Schwerter. Da oben ist ein Turm. Ich rüste schon mal die Schwerter aus. Was ist das Platinum? Ich werde jetzt hier nichts machen, ne? Ich werde mich hier nur umgucken mit euch und die Map erkunden, ne? Die Erze farm ich definitiv ein andermal. Aber, lol, das ist ja, Alter, wie Kisten hier drin einfach mal sind. Wir haben gerade ein Excavate aus der Kiste bekommen. Geil. Damit können wir die nächste Erzfarm bestreiten. Was? Was bist du denn? Au, gib mir meine Lanze wieder. Ich will meine... Lol, hat er gerade durch die Lanze Schaden bekommen? Scheiße, ich will meine Lanze wieder haben. Der kackblaue Popel! Alter, ich muss ganz kurz ein anderes Schwert nehmen. Die Lanze ist für den definitiv nicht ausgelegt. Der hält gut was aus. Okay, er ist sauer, so wie es aussieht. Und er ist down. King Mono Flute Air Crow. Ich habe eine Krone bekommen. Da. Die kann ich anziehen. Geil. Holy, was sie mir alles für Effekte gibt. Das ist ja mal geil. Wie viel bringt denn die, wenn ich die verkaufe? 12.000. Er ist ja nicht gerade viel, aber... Geil. Das ist... Oh Gott, wie heißt das? Nicht Platin, hab ich das nicht sogar schon? Hier, das da. Titanium war das. Okay, nächstes Dungeon. Das ist eine von den kleinen Inseln, die wir gesehen haben, als wir hierher gereist sind. Bär, lass mich. Bär, lass mich. Hab ich... Sollst mich in Ruhe lassen. Ne? Okay, der ist schon down. Da unten ist noch eine Kiste. Kommt, die snacken wir uns noch ganz in Ruhe. Bei denen ist auch noch ein... Ach, du Heimatland.
Ja, gut. Ich glaube, mehr Platz werde ich auch nicht mehr haben für irgendwelche Kisten, Schwerter. Wir werden uns jetzt hier noch ganz gemütlich umschauen. Da hinten sehe ich schon das nächste Dungeon. Aber auf jeden Fall haben wir noch nicht mal die Hälfte der Map aufgedeckt und ich feiere das Spiel immer mehr. Auch wenn hier wieder ein Bär ist. Meadow, Dungeon of Meadow. Okay. Zum Bauen ist die vielleicht nicht gerade geeignet, die Map. Werewolf of the New Moon. Warum wird mir der so weit hinten angezeigt? Aber da so ein Mono wird mir überhaupt nicht angezeigt. Muss man nicht verstehen. Ach, wir sind jetzt auf so einer Nebeninsel. Okay. Ach, wisst ihr was? Wir gucken rein. Yay, ein Schwert. Lol, und die nächste Kiste? Kann ich das noch einsammeln? Ja. Nee, kann ich tatsächlich nicht einsammeln. Die Seeds braucht man nicht. So. Haben wir noch irgendwas Besonderes? Das sieht mir wieder aus wie so ein Totenschädel hier. Da oben ist wieder ein Dungeon. Aber ich habe hier auch noch nicht so ein Erzvorkommen gefunden. Okay, hier passen Wölfe auf. Okay. Da hinten ist das Tor. Wir hatten doch hier auf der Map noch irgend. Da oben, genau. Diese Ruinen oder was das sind. Die werden wir uns jetzt noch angucken, ne? Zum Ende der Folge. Mal schauen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Oder ob das ein Dungeon ist. Ob da wieder ein Boss spawnt oder so. Okay, das ist despawned gerade, das Skelett. Ein Wolf, ein paar Wildschweine, eine blaue Kiste für mich. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Hier, die Angel kostet so gut wie gar nichts. Ich habe schon gesehen, hier hinten ist ein Dungeon. Aber bei dem waren wir ja gerade eben schon, wenn ich mich nicht täusche. Dungeon of Meadow. Warum wird mir das jetzt da unten angezeigt? Okay. Halt die Klappe, Fuchs. Okay, die Strukturen schweben manchmal noch in der Luft. Das ist ein bisschen weird. Gibt es hier oben noch irgendwas? Oh, ja, hier gibt es noch was. Etwas, was wir uns definitiv gönnen werden, ne? Ich muss noch mal gucken, in welche Kiste ich das dann schmeiße. Ich glaube, das wird bei Gold mit drinne landen, ne?
Und meine Picke ist fast broke. Oh, Weltspeicher. Ja. Okay. Da ist es kaputt. Ne, tschüss. Mit dir lege ich mich jetzt mal nicht an. Denn da hinten geht es ja noch weiter bei der Ruine. Man sieht es aber schon, dass da auf jeden Fall ein Dungeon ist. Neun. So. Und das ist Dungeon of Island. Okay. Aber mehr scheint es hier bei den Ruinen auch nicht wirklich zu geben. Hier sind halt wieder Eisenerze, Kupfer, wenn mich nicht alles täuscht, Titan, Platin haben wir jetzt gefunden gehabt. Ja, noch eine versteckte Kiste oben drauf ist auch nicht, leider. Dann werden wir erst einmal zum Portal zurück segeln. Das ist dort. Ich bin mir jetzt noch unschlüssig, ob ich auf den Maps, die ich jetzt neu erkundet habe oder aufgedeckt habe, im Offscreen ihres... Offscreen die Ressourcen farme. Oder ob ich das in den Folgen mit euch zusammen mache. Da... Ja, werde ich mich kurzfristig zu entscheiden. Und... Ja... Wir haben auf jeden Fall ein neues Erz entdeckt. Und da, ja, das freut mich. Wir haben die Holzfarm gemacht. Ja. Die darf ich allerdings nicht vergessen, dass die auf dieser Viererinsel-Map ist. So, wir gucken mal, wie sieht's hier aus? Die arbeitet. Das ist einfach voll. Ah, okay, ja gut. Das staut sich ja dann auch irgendwann. Da muss ich regelmäßig immer mal reinlunzen, ne? Hier sind schon wieder Schafe drinne. Batterien? Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Hier haben wir Wolle. Wir nehmen mal ein bisschen Fleisch mit raus. Denn das können wir dann auch hier drinne verballern. Dann das Mehl, was ich eingesackt habe, können wir hier gleich verarbeiten. Ne? Wir haben ein paar Erze mitgenommen. Die hauen wir hier rein. Auch wenn es nicht gerade viel ist. Und wir haben gerade ein bisschen... Ah, hier seht ihr das. 20.000. Okay, der Markt hat nicht gearbeitet. Okay, das heißt also so viel wie, ich muss auf der Map sein, damit, ja, die Sachen hier arbeiten. Na, das ist interessant zu wissen. Fabi-Dingsbums, gewaschenes, Fans, das muss ich alles durchwaschen, ne? Ja, das nicht, aber das hier, hier hinten war, glaube ich, Gold. Yep, da hauen wir das mit rein. Ja, dann werde ich jetzt hier, ich denke mal, offscreen alles durchwaschen lassen. Und
ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.